Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video im German Hunting Channel. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit Hilfe von dieser Messing- und Kupferpolitur von Sidol eure Trockenpolitur bei Hülsen auf das nächste Level bringt. Ich selber war eigentlich ganz zufrieden mit der Trockenpolitur meiner Hülsen und bin dann aber in einem Forum auf diesen Tipp gestoßen und habe mir gedacht, das probierst du aus, das zeigst du den Leuten und hier ist das Video. Hier könnt ihr schön sehen, ich habe extra so ein paar dreckigere Hülsen rausgesucht. Diese Hülsen sind schon bereits einmal im Tumbler gewesen für 2,5 Stunden trocken. Und nun schmeiße ich aber die ganzen Hülsen nochmal hinein. Dazu füllt ihr erstmal eure Trockenpolitur, in diesem Fall ist es das Walnussgranulat bei mir, rein. Das wird auch schon häufiger benutzt, das kann man auch sehen an dem Staub. Und dann nimmt ihr einfach das Sidol, kippt es darauf. Das wirkt ein bisschen unorthodox, da es am Anfang natürlich verklumpt. Aber ich kann euch sagen, das ist der beste Tipp, den ich seit langem im Internet gelesen habe. Deswegen wollte ich das unbedingt mit euch teilen. So ein bisschen von der Politur reicht auch schon, wie man das jetzt hier sehen kann. Es klumpt alles ein bisschen. Das ist aber kein Problem, da die Hülsen das im Prozess alles aufbrechen. Jetzt schraubt ihr zu, lasst das Ganze 1,5 Stunden polieren und danach schauen wir mal, wie das Ergebnis ist. Tumbler ausschalten, Deckel aufschrauben. Und in euren Auffangbehälter alles hineinkippen. Und hier kann man schon sehen, wie glänzend diese Hülsen sind. Die Hülsen sehen quasi aus wie neu. Sowas mit einer Trockenpolitur zu erreichen, finde ich fantastisch. Hätte ich nicht mit gerechnet. Nun müssen wir nur noch einmal das Granulat aus den Hülsen rauskippen. Also, ein Wahnsinnstipp kann ich euch nur empfehlen. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst mir bitte ein Like und auch ein Abo da, darüber würde ich mich sehr freuen. Bei dem Abo aktiviert bitte auch die Glocke, weil nur das ist ein richtiges Abo. Und falls ihr das nachmachen wollt, ihr findet alle Links in der Videobeschreibung. Das sind dann Amazon-Links, da kriege ich auch ein bisschen Provision für, wenn ihr das darüber kauft. Somit könnt ihr mich dann auch unterstützen, wenn ihr diesen Kanal unterstützen möchtet. So viel dazu. Ich bin draußen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer German Hunting Channel.